Ja, Margarete, schön, dass wir uns hier treffen. Du hast ein Buch geschrieben, das nennt sich Untenrum frei und geht gerade medial auf jeden Fall ganz schön rum. Ich habe mir unglaublich viele Beiträge von dir angesehen und wollte mit dir mal anfangen über das Thema Sexismus, der offensichtlich gerade salonfähig zu werden scheint, zu sprechen. Donald Trump hat jahrelang offensichtlich sexistisch geredet, argumentiert, gehandelt und hat für mich am Ende das Gefühl hinterlassen, dass es okay zu sein scheint, so zu sein. Hat er damit irgendwas losgetreten für dich? Für mich war das Interessante an dieser Geschichte, dass er eigentlich zu dem ganzen Thema was viel Schlaueres gesagt hat, als man von ihm erwarten würde. Nämlich, er hat ja gesagt, wenn du ein Star bist, dann lassen die dich das machen. Und er hat nicht sowas gesagt wie, ich fasse halt die Frauen an, weil die mich so geil finden. Ja? Es war total klar, es geht gar nicht um Attraktivität. Er darf das nicht machen, weil er besonders sexy ist oder so. Ja? Sondern er darf das halt machen, weil er Macht hat. Also ich glaube, selbst bei Trump wäre es so, wenn er sein Leben lang Leuten begegnet hätte, die in solchen Situationen immer gesagt hätten, glaubst du wirklich und es ist eigentlich nicht okay und wie redest du über Menschen so, dann wäre er wahrscheinlich auch von diesem Weg abgekommen. Aber wenn er immer nur Leute die trifft, die sagen, ja, hö, voll witzig, dann wird er halt so weitermachen. Was heißt das für den Feminismus? Ich glaube, was daran deutlich wird, ist, dass wir uns nicht zurücklehnen können oder ausruhen können auf Dingen, die viele, viele Leute schon für selbstverständlich halten, nämlich dass man mit Frauen einfach umgeht, wie mit Menschen umgegangen werden sollte. Völlig im Kontrast zu diesem politischen Sexismus, den wir offensichtlich medial sehr stark wahrnehmen und der auch existiert, gibt es aber dann Staatsoberhäupter, die offen zum ersten Mal laut sagen, dass sie Feministen sind. Wie zum Beispiel den kanadischen Premierminister Justin Trudeau, der sagt, I keep saying I'm a feminist until there is no reaction. Und du sagst, du bist müde, sowas zu hören. Wie meinst du das? Ja, das ist ein bisschen polemisch, wenn ich, also ich habe das mal geschrieben, aber ich finde es eigentlich schon gut, dass es das gibt. Aber gleichzeitig merke ich, wenn Männer wie Obama oder Trudeau sehr stark dafür gefeiert werden, sowas zu sagen, wo man so denkt, wenn eine Frau das sagen würde, dann wäre das nicht so besonders, ja? Wenn Frauen sagen, ja, es ist wichtig, sich für Gleichberechtigung einzusetzen, sagen halt alle so, jo. Jo, wenn Männer das sagen, ist Applaus, Applaus, ein Feminist. Und deswegen ist es gut und wichtig, dass die da sind. Aber ich finde sozusagen manchmal den Enthusiasmus, der daraus entsteht, so ein bisschen schräg, weil es dann oft um einfach sehr grundlegende Dinge geht, die selbstverständlich sein sollten. Inwieweit können Männer eigentlich Feministen sein und sollen es sein und was sollen sie eben nicht sein? Es ist ja so, dass Feminismus an sich etwas ist, was auch Männern Freiheiten eröffnet. Also es geht ja nicht nur darum, sozusagen es für Frauen besser zu machen und für Männer bleibt es gleich, sondern es steckt zwar nicht im Wort drin, ja, das ist das, wo viele dann schon raus sind, wenn sie sozusagen denken, es geht nur um Frauen, aber an sich geht es ja darum, auch Männer von Zwängen be zu befreien, irgendwie, in denen sie bisher drin gesteckt haben. Es funktioniert gar nicht so, dass alle Frauen sich befreien und emanzipieren und die Männer gleich bleiben und immer noch genauso sind wie vorher und irgendwie sagen, blass mir ein und mach mir ein Sandwich, weil das wird nicht passieren. Wenn so. Also es sind nicht Ja. alle Männer so, ne? Aber mal so plakativ gesagt. Und deswegen ist Feminismus an sich schon was, was Menschen aller Geschlechter braucht, die sich dafür einsetzen. Wie gehst du eigentlich mit den Leuten um, die Political Correctness verweigern, die dann in der Schriftsprache sagen, naja, dieses Binnen-I, das ist einfach anstrengend, das liest sich scheiße. Also, es kommt sehr darauf an, was für Argumente die haben. Manche sagen ja, es geht um Schönheit von Wörtern. Und das finde ich immer dann verdächtig, wenn das Leute sind, die sich bisher in ihrem Leben nicht so sehr um sozusagen Ästhetik von Sprache oder so gekümmert haben, sondern einfach nur das als Ausfluchtmöglichkeit sehen, weil es gibt ziemlich viele Wörter, wo ich jetzt so sagen würde, also zum Beispiel heißen Menschen Horst und
man weigert sich auch nicht, die so anzusprechen, nur weil es irgendwie kein besonders hübscher Name ist. So. Und das ist dann, finde ich, das ein bisschen ein verdächtiges Argument. Oder wenn Leute sagen, sowas wie Gender ist halt ein englisches Wort und sie wollen das nicht mit aufnehmen, weil offenbar ist das so ein... Dann denke ich, ja, aber du redest von googeln, snoosen und liken und das geht offenbar. Und wo ist dann die Grenze, wo es nicht mehr geht? Oder also, und was so zum Beispiel lesen geht, dass Leute sagen, ja, ich bleib dann dran hängen und so. Und ja, ich bleib inzwischen dran hängen, wenn irgendwo ein Text nicht gegendert ist. Und ich denke, ja, aber sind das jetzt auch Frauen oder sind das nicht Frauen? Das sind alles Gewohnheiten, die sich offensichtlich ändern lassen. Also es geht ja auch in einem großen Bereich erstmal darum, sich das anzuhören. Da habe ich auf jeden Fall auch viele Gedanken mitgenommen. Vielen Dank. Gerne. War ein tolles Gespräch. Mich gefreut. Ja.